Willkommen bei Metabolismus TV, deiner Quelle für korrekte Informationen über den Stoffwechsel und die Gesundheit. Lösung für Harnsäure, ich bin Frank Suarez, Spezialist für Fettleibigkeit und Stoffwechsel und ich möchte heute mit dir eine neue Entdeckung teilen. Es ist etwas Neues, das ich gerade entdeckt habe. Es gibt das Theoretische und es gibt das Faktische. Was theoretisch ist, kommt aus dem Bereich der Ideen, was faktisch ist, kommt aus dem Bereich der Tatsachen. Also möchte ich etwas mit dir teilen, das eine Tatsache ist. Ich habe herausgefunden, wie man ein Problem mit Harnsäure, ein Problem mit Gicht stoppen kann. Deshalb gehe ich zur Tafel, um es dir zu erklären. Es ist etwas relativ Einfaches. Manchmal hat man etwas direkt vor der Nase und sieht es nicht. Und ich bin immer am Forschen, die Augen offen zu halten, zu schauen und zu versuchen, ein bisschen mehr zu verstehen. Ich glaube, dass das Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass ich nicht genug weiß. Ich muss weiter lernen. Also studiere ich jeden Tag, suche nach Lösungen, weil ich überzeugt bin, dass ich nicht alles weiß. Aber ich habe gerade etwas gefunden, das bei mir funktioniert hat und das möchte ich mit dir und deinen Lieben teilen. Schau mal, viele Menschen haben Probleme mit dem, was sie Gicht nennen. Die Gicht, die früher als Krankheit der reichen Leute, der Millionäre bezeichnet wurde. Diese Krankheit, die oft mit Schmerzen und Entzündungen einhergeht, betrifft heutzutage Menschen aus allen Gesellschaftsschichten. In der feudalen Zeit war es so, dass diejenigen, die Gicht bekamen, die Besitzer der Burg waren, diejenigen, die sehr gut aßen, weil die armen Leute, die wenig aßen, keine Gicht hatten. Daher sagte man, Gicht sei eine Krankheit der Reichen. Aber Gicht kann fast jeden treffen. Und wenn jemand Gicht bekommt, wird er sehen, dass die Zehen, die Finger und die Ellbogen anfangen zu schwellen. Es ist etwas sehr Schmerzhaftes. Diese Bereiche entzünden sich und es ist sehr schmerzhaft. Es sind wie die Enden oder der Ellbogen. Es sind die Enden des Körpers, die Gelenke. Es wurde bereits schon entdeckt, dass Gicht durch Harnsäure verursacht wird. Es gibt verschiedene Säuren, die der Körper produziert, zum Beispiel Milchsäure. Wenn der Blutzucker stark ansteigt, wie es bei Diabetikern der Fall ist, fermentiert all das. Einer der Verbindungen ist Milchsäure. Die Milchsäure ist sehr schädlich, sie ist sehr korrosiv und kann, wenn sie zu stark ansteigt, sogar eine Amputation verursachen. Es gibt eine weitere Säure, die der Körper als Teil des normalen Stoffwechsels produziert, die Kohlensäure genannt wird. Das heißt, Säuren sind ein normaler Bestandteil des Stoffwechselprozesses des Körpers. Nun, es gibt eine der Säuren, die Harnsäure genannt wird, und es stellt sich heraus, dass diese Säure, wenn man sie aus der Nähe betrachten würde, ungefähr so aussehen würde. Es sieht aus wie eine wunderschöne funkelnde Kristallaxt, die in der Sonne glitzert und mit ihren scharfen Kanten beeindruckt. Tatsächlich hat Harnsäure eine kristalline Form, aber es sind Kristalle mit Spitzen. Und diese Spitzen tun wahnsinnig weh. Es ist mikroskopisch, oder? Aber es sind Millionen und Abermillionen von Harnsäurekristallpartikeln mit Spitzen, die kratzen, verletzen und den Körper stechen. Also wenn sich bei einer Person, zum Beispiel im Ellbogen, Harnsäure ansammelt, werden Sie diese Person vielleicht mit einer Schlinge sehen. Sie geht zum Arzt und der Arzt beginnt, ihr ein Medikament zu geben, um die Harnsäure zu zersetzen. Und die Person, die mit einer Schlinge geht, oder man kann eine Person sehen, die kaum laufen kann, weil sie Gicht hat, wenn sie Gicht in einem Fuß, im großen Zeh oder was auch immer hat, bleibt die Person fast unbeweglich, weil sich zu bewegen eine Qual ist. Und es ist eine Tortur, weil all diese Kristalle anfangen, das Fleisch zu zerreißen, verstehen Sie? Sie sind mikroskopisch, aber es gibt viele von ihnen und sie drücken gegen die Haut, gegen die Nerven und so weiter. Also was passiert? Es ist eine sehr schmerzhafte Bedingung, für die die Wissenschaft keine Lösung hat. Man gibt dir ein Schmerzmittel, was weiß ich, Paracetamol, Aspirin, etwas, das den Schmerz lindert, damit die Entzündung etwas zurückgeht und versucht, dir ein Medikament zu geben, das dies aufbricht, um zu sehen, ob die Person uriniert. Nicht wahr? Und das Erste, was der Arzt dir sagt, wenn du Harnsäuregicht hast, ist Fleisch zu eliminieren. Warum? Weil Fleisch, es ist bekannt, dass eine der Hauptquellen von Harnsäure Fleisch ist. Das Fleisch, das Protein im Fleisch, enthält eine Substanz namens Purin. Und die Purine, die Teil der genetischen Erbinformation von uns allen sind, werden beim Abbau zu Harnsäure. Daher kamen die Ärzte fälschlicherweise zu dem Schluss, dass,
Wenn eine Person Harnsäure ansammelt, es daran liegt, dass sie Fleisch isst. Das mag für eine Person mit einem aufgeregten Nervensystem zutreffen, das nicht gut verarbeitet, aber nicht für jemanden mit einem passiven Nervensystem. Nun, Sie haben nicht gewusst, was es ist, aber ich habe gerade etwas entdeckt, das nicht versagt. Wenn du oder ein geliebter Mensch eine Harnsäure oder Gichtbedingung haben, habe ich die Lösung für dich und lass mich dir sagen, dass sie nicht versagt. Harnsäure, wie wird das gelöst? Einfach. Okay? Ich hatte schon sehr lange den Verdacht, dass das neuronale Nervensystem zu sehr gestört war. Wenn das Nervensystem zu sehr erregt ist, passiert unter anderem, dass die Leber die Entgiftung blockiert. Das steht in allen Physiologiebüchern, den Büchern der Physiologie, in denen ein Arzt lernt, wie der Körper funktioniert. Physiologie ist das Studium der Funktionsweise des Körpers. Sie erklären, dass, wenn das Nervensystem im sympathischen Modus ist, den wir als erregt bezeichnen, die Entgiftung gestoppt wird und auch die Säureverarbeitung, die eine der Aufgaben der Leber ist, unterbrochen wird. Was passiert, wenn die Person ein sehr aufgeregtes Nervensystem hat und nicht mehr schläft und nicht gut verdaut und so weiter? Die Entgiftung wird blockiert. Und jetzt die Harnsäure. Harnsäure sammelt sich an. Man sollte sie eigentlich auf natürliche Weise ausscheiden. Aber wenn die Leber sie nicht verarbeitet, gibt es keine Möglichkeit, sie auszuscheiden. Daher bleibt sie angesammelt. Und wenn sie sich in den Gelenken ansammelt, entsteht Gicht. Was habe ich nun entdeckt, das funktioniert? Nun, ich habe entdeckt, dass wenn eine Person einen Überschuss an Harnsäure hat, was man Gicht nennt, das Erste, was sie tun muss, ist erstens, Nummer 1, die 3:1 Diät zu machen, aber die Diät X für Aufgeregte, das ist eine Diät, bei der man weißes Fleisch, Huhn, Pute, Fisch, viele Gemüse, Salate verwendet. Aber was man hauptsächlich tun wird, ist, dass man viel Wasser trinken muss, um zu helfen, dieses Wasser wieder auszuscheiden. Wasser, du kennst dein Gewicht durch die Formel, Gewicht in Kilogramm durch 7 ergibt Gläser Wasser pro Tag, wenn es in Kilogramm ist, oder Gewicht in Pfund durch 16 ergibt Gläser pro Tag. Und das andere, was nicht versagt, ist, dass du anfängst, 2 Gemüsesäfte zu trinken, du fängst an, 2 frische Gemüsesäfte am Tag zu trinken. Und das andere ist, dass du anfängst, tief zu atmen. Ich garantiere dir, dass wenn du das machst, weil ich es schon in mehreren Fällen ausprobiert habe, Diät X für Aufgeregte, ausreichend Wasser, 2 Gemüsesäfte am Tag, tiefes Atmen, ich garantiere dir, dass du nicht länger als 5 oder 6 Tage brauchst, um 0 Tropfen zu haben. Warum 0 Tropfen? Warum verschwindet Gicht? Warum verschwindet Harnsäure? Weil, wenn du die richtige Diät für Erregte machst, du das Nervensystem nicht weiter stimulierst und die Leber sich entspannt, wenn du Wasser trinkst, hilfst du, die Leber zu entlasten. Wenn du Gemüsesaft trinkst, alkalisiert sich der Körper und die Leber wird entlastet, weil sie aktiviert wird. Und wenn du tief einatmest, alkalinisierst du auch den Körper, weil du im Grunde Sauerstoff einatmest, die Leber aktivierst und das passive System aktivierst und automatisch wird die Harnsäure über den Urin ausgeschieden und die Gicht verschwindet. Also, das gebe ich dir zum Selbstkostenpreis kostenlos. Es funktioniert, ich habe es schon in vielen Fällen gesehen, es versagt nicht. Probleme mit Harnsäure, mit Gicht, mach diese 4 Dinge und es wird verschwinden. Und sag deinem Arzt, er soll jemand anderen abrechnen. Und das sage ich dir, weil die Wahrheit immer siegt.